Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of the Unwritten Tales. Ich möchte mich im Vorfeld schon mal für ungewohnte Soundeffekte entschuldigen. Ich wohne jetzt neu. Ich bin ausgezogen, deswegen gab es auch die letzte Woche keine Videos. Ich habe es nicht geschafft, nach aufzunehmen und ich habe Stress davor und danach. Und hast du nicht gesehen? Ja, jetzt geht's wieder weiter. Ich nehme wieder auf. Versuche das Kaninchen zu nehmen. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Wie haut er sich ab? Keine Chance. Ah. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Na gut, ich glaube. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Und essen. Oh. Also, ja. Und dementsprechend geht's jetzt weiter. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Hier, aha. So. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Ein ziemlich schäbiger. Ja. Dann haben wir die Kisten. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Ja, das glaube ich sofort. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Na dann. Keiner da. Die Tür ist verriegelt. Schade. So. Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Hier? Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Durchaus. Und was haben wir hier? Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Fassen wir zusammen. Wir sind in einer Stadt, in der seit Monaten nichts mehr passiert. Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komm ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Was? Was tun Sie da? Was wohl? Siehst du doch. Wir spielen. Oh, verdammt, ich habe meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier, komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich, bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Du weißt, was das heißt? Finanzamt. Finanzamt. Ja, genau. Das macht unglaublich Spaß. Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich. Sicher. Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir. Es wird weltweit gespielt. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Aber einer ist gerade auf Klo. Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Das Spiel hat kein Ende. Man spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Lass sie, lass sie.
Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll. Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank. Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deugmer-Spieß, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Ja. Wer Sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von Ihnen kaufen. Ja, ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus, der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst, das Spiel läuft. Alles klar. Wow, Opfer, ey. Und dieser Apparat, was macht der? Na was schon. Wir machen unsere Eingaben und das Gerät zeigt uns, was alle anderen tun. Es speichert unsere Ausrüstung und steuert die Figuren, die nicht von anderen Spielern gesteuert werden. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie mit einem Server verbunden und der sorgt dafür, dass es läuft. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in... wo auch immer. Also, das Spiel ist so ziemlich das Albernste, wovon ich jemals gehört habe. Ja. Warum sollte man aus seiner eigenen Welt in eine Fantasiewelt flüchten, um dort sinnlose Aufgaben zu erfüllen? Hey! Die Klappe. Mein Gott. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Sie sind immer noch mit ihrem Spiel beschäftigt. Ja. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Ja. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Butterbier. Sind wir jetzt bei Harry Potter gelandet? Ein mächtiger Zweiender. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Wäre anzunehmen. Ja. Ja, dann schauen wir uns nochmal die Tür. Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten, steht drauf. Servers Raum. Da steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Da steht Zutritt... Ernsthaft? Na gut, schauen wir uns draußen weiter um. Keiner. Ich weiß doch, wo er ist. Der ist hier drin. Immer weiter hoch. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. Geht so. Ja.
Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Ja, natürlich. Und? Wo ist sie? Es ist eine unsichtbare Einladung. Eine unsichtbare Einladung? So, so. Ja, von der unsichtbaren Universität? Nie davon gehört. Also, wo ist die Einladung? Für alle, die es nicht wissen, die unsichtbare Universität ist aus Terry Pratchett, aus den Scheibenwelt-Roman. Mein Hund hat sie gefressen? Darauf werde ich nicht einmal antworten. Also, wo ist die Einladung? Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Doch. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Glaubst du ernsthaft, das funktioniert? Ein Versuch war's wert, oder? Nicht wirklich. Also, wo ist die Einladung? Nein, leider nicht. Na, siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... Du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Galant. Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich eben Diplom-Magier. So wahr ich Unterberg heiße. Viel Glück. Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Ach komm. Wie kann ich denn Diplom-Magier werden? Du? Gar nicht. Und wie können es andere werden? Es gibt Zaubererschulen. Ein Stück die Straße runter gibt's auch eine. Meister Markus Magische Magierschule. Allerdings hat Meister Markus sie schon vor Wochen dicht gemacht. Jetzt sitzt er den ganzen Tag im Gasthaus vor irgendeinem Rollenspiel. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Ich mag den nicht. Oh Mann. Ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, naja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Gut, schlimm. Okay.